Okay, dann gleich anfangen mit der klammheimlichen Freude. Ich hatte gerade eine Mail bekommen, wo jemand mitgeteilt hat, die EU-Kommission hat die Website leider verändert. Und jetzt sind alle Links nicht mehr da. So geht das. Also was ich hier sage, ist ja nicht nur alles Märchen, sondern ist durchaus auch Reflexion der Realität, dass die Kommission, warum auch immer, und aus guten Gründen vermutlich, die Website verändert. Ich hatte die Tage bei einem Vortrag, ich weiß nicht, ob das ein Versprecher war oder ob das so gemeint war, der sprach von der zunehmenden Vermessung, es war ein Informatiker, Vermessung all dieser Prozesse und sprach dann plötzlich von, man vermisst sich. Das heißt, man geht verloren in diesen ganzen Mechanismus, der sich da aufbaut und der nach eigenen Rationalitäten dann funktioniert und auch gut funktioniert und auch verbessert wird, aber wo es genau dazu kommt, dass neue Grenzen aufgebaut werden, die schwer zu handhaben sind. So, was passiert jetzt genau mit diesen Prozessen? Jetzt habe ich gerade ein mittleres Problem. Was passiert genau mit diesen Prozessen, die nach bestimmten Rationalitäten ablaufen, nach Legitimation oder Legitimation benötigen, aber auf der anderen Seite auch effizient arbeiten müssen. Also dieses Effizienzkriterium erfüllen müssen. Das ist ein permanenter Konflikt. Machen wir weiter. Machen wir weiter und müssen in diesem Spannungsfeld im Grunde versuchen, uns zu verorten. Ein Punkt war eben genau diese, um diese Leute, die ich eben erwähnt hatte, die haben auch irgendeinen ganz schönen Namen, nämlich Seconded National Experts. Also die im Grunde für eine bestimmte Zeit in den europäischen Organen oder in der europäischen Institution sitzen, insbesondere in der Kommission, und einerseits eben dort benötigt werden, weil sie nationale Experten sind und die Europäische Kommission oder die europäischen Institutionen insgesamt nicht ohne diese nationale Expertise auskommen. Die können ja nicht einfach europäische Politik machen, die auch immer Politik für die Nationalstaaten oder mit den Nationalstaaten ist, und die dann sagen, aber wir machen das nach Textbuch und da werden wir dann schon genügend Informationen über Österreich, über die ganzen Länder kriegen. Die also dann aus den Ländern jeweils Experten dort haben, die ihnen helfen, die Lage einzuschätzen und genaue Analysen vorzunehmen. Ich hatte das ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass die Experten oder dass es leichter ist, im Europäischen Parlament einen Beschluss zu kriegen, der national basiert ist, als der Parteien basiert ist. Also es gehen eher die Deutschen, die Österreicher, die Franzosen zusammen, dann gehen eher die Deutschsprachigen, die Französischsprachigen und sonst was zusammen als Parteien. Das löst sich jetzt ein bisschen auf, aber das ist das alte Muster gewesen, nachdem eben genau diese Mechanismen sich durchgesetzt haben. Ich muss die aber gleichzeitig binden an diese Orientierung von Europa. Europäische Politik. Also ihr gebt eure nationale
Rationalität auf und helfen uns. Es gibt es verschiedene Theorien, die das versuchen zu bearbeiten oder bearbeitbar zu machen. Das eine ist im Grunde eine Erklärung oder eine Systematisierung des Monet-Modells, dass sich Funktionalismus oder Neofunktionalismus der Integration nennt und sagt, was wir haben, ist ein Prinzip, wo wir klein anfangen mit Einzelmaßnahmen, aber uns den Mechanismus zugute machen, den Mechanismus ausnutzen, dass einfach es sogenannte Spillover-Prozesse gibt. Ich fange was an in einem kleinen Bereich, in einem sehr stark abgegrenzten Bereich, aber dieser Bereich hängt ja davon ab, was drumherum passiert. Also wenn ich hier handle, hat das Effekte auf etwas anderes. Hat das Effekte auf etwas, was angrenzt. Hat das Effekte auf Personen, die auch damit zu tun haben. Das sind alles Mechanismen, eben sogenannte Spillover-Mechanismen, die immer noch keine systematische Politik betreiben und genau auch dadurch ausgezeichnet sind im Neofunktionalismus. Es geht nicht darum, dass sich irgendein supranationale Körperschaft zusammensetzt und praktisch ein Blueprint von Europa, von einem integrierten Raum macht, sondern es geht darum, dass man in einzelnen Bereichen tätig wird, und diese Spillover-Effekte eben dazu führen, dass sich von daher Mechanismen herausbilden, die etwas Neues kreieren. Etwas Neues schaffen. Es ist ein Versuch, diesen Prozess zu erklären. Es ist ein Versuch, diesen Prozess zu erklären in dem Sinne, dass sich dieses System einerseits vertieft und andererseits eben ausweitet, erweitert. Von den 6 Nationen immer mehr Nationen dazukommen, weil es betrifft eben auch die engen Handelspartner. Man will einerseits den Binnenmarkt und man will auf der anderen Seite eben mehr weitere Schritte dafür. Und da muss man dann, wie auch immer man das nennt, einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, auf dessen Basis man das macht. Und das gab es genau in der Sozialpolitik dann auch. Ich hatte ja kurz diese Diskussion erwähnt um Armut, soziale Ausgrenzung und dann zurück zur Armut. Dass es genau darum ging, auch zu sagen, jetzt haben wir diesen Mechanismus und diskutieren Armut. Aber wenn wir jetzt Armut nicht nehmen als reine materielle Unterversorgung, dann müssen wir ja zur gleichen Zeit zum Beispiel, wenn wir ein bestimmtes Wirtschaftsmodell anerkennen, gleichzeitig überlegen, was passiert denn zum Beispiel mit Frauen, die nicht erwerbstätig sind? Warum sind die denn nicht erwerbstätig? Da gibt es verschiedene Gründe. Und ein Grund, das wurde dann herausgearbeitet, ein Grund ist das Problem mit Kinderversorgung. Also müssen wir, wenn wir Armutspolitik anfangen, müssen wir gleichzeitig über Kinderversorgung sprechen und müssen wir gleichzeitig über Geschlechterpolitik sprechen. Warum sind es denn immer diese Frauen, die die Kinder großziehen?
Und dann kommen natürlich andere Faktoren dazu. Dieses Spillover, es gibt immer neue Bereiche, wo ich dann sagen muss, ja, es geht um Armut, materielle Unterversorgung. Es geht dann aber auch um die Frage von Kinderbetreuung. Es geht dann auch um die Frage von Gender, von Gleichberechtigung. Und es geht dann natürlich auch um die Frage von Kinderbetreuung im Sinne von Qualität von Kinderbetreuung. Also nicht nur Kinderversorgung als solche bereitstellen, sondern sich auch um die Qualität zu kümmern. Weil es ist ja nachgewiesen und ganz offensichtlich, dass die im Grunde eine Vererbbarkeit in Ansprüchen von sozialen Problemen stattfindet, in dem Sinne, dass eben die aus schlechter gestellten Haushalten in die schlechteren Bildungseinrichtungen gehen, schlechtere Bedingungen haben, Erziehung überhaupt wahrzunehmen, auszunutzen, für sich was daraus zu machen. Insofern dieses Bild statistisch ja stimmt, dass vielfach die schlechte Bildung im Grunde sich fortsetzt in den Familien, über die Generationen. Also traue nie einer Statistik, nur weil das gesagt wird, Kinder von Eltern mit schlechter Bildung haben auch eine schlechtere Bildung, also muss ja da irgendwas mit der Intelligenz nicht stimmen. Das ist die eine Erklärung. Die andere Sache ist die Chancen, gleichwertige Bildung zu bekommen wie andere, die nehmen natürlich ab, wenn ich in diesem Kreis von materieller Benachteiligung bin. Dazu gehört Wohnverhältnisse. Ich komme also automatisch auf diesen Bereich von Wohnungspolitik als Frage des Spillover, wo ich sagen muss, wenn ich in diesem einen Bereich was mache, dann muss ich natürlich auch in einen anderen Bereich reingehen. So gut, so schön, so weit, so schön. Dann gibt es aber auch die andere Frage, was mache ich denn? Kann ich das einfach als Selbstläufer stehen lassen mit dieser neofunktionalistischen Erklärung und blende damit ja eigentlich was ganz Wichtiges aus, nämlich Akteure. Da gibt es ja keine Akteure mehr. Das läuft ja alles scheinbar nach diesen gesetzmäßigen Prozessen, wo sich was funktional ausweitet, aber dann die verschiedenen Theorien in der Soziologie auch, Funktionalismus, wo einfach Dinge, Systeme funktionieren, sich selbst erfüllen aus den Gesetzmäßigkeiten von sich selbst. Also das ist jetzt eine vereinfachte Definition oder eine kurze Definition von Funktionalismus. Es muss ja funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, muss irgendwas erfunden werden, dass es funktioniert. Das ist auf rechtlicher Ebene im Urvertrag diese Kompetenz-Kompetenz-Klausel. Wenn wir die Kompetenz nicht haben, müssen wir uns schaffen. Und das ist in der Soziologie, in gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen genau dieser Mechanismus. Wenn es nicht läuft, dann müssen wir irgendein funktionalistisches Äquivalent finden. Das ist der Begriff, der in der Systemtheorie, funktionalistischen Systemtheorie verwendet wird. Müssen wir ein funktionalistisches Äquivalent finden, das eben es dann möglich macht, dass es doch funktioniert. Also wenn Vorlesungen nicht ausreichen, dann muss ich noch zusätzlich Seminare schaffen. Wenn Seminare nicht ausreichen, dann schaffe ich noch zusätzliche studentische Diskussionsgruppen. Und, und. Es wird immer weiter irgendwie funktioniert. Und das schafft keiner bewusst als Akteur,
Da gibt es natürlich Leute, die dafür verantwortlich sind und sicherstellen, dass so ein System dann tatsächlich auch funktioniert. Aber es geht nicht darum, dass es wirklich im strikten Sinne Akteure sind, die bewusst handeln. Vor allem nicht auf so einer sich ausweitenden Ebene, weil dann kommt nämlich die andere Theorie, die als Intergovernmentalismus verstanden wird und wo gesagt wird, im Grunde geht es immer noch sehr stark darum, und das hatte ich ja auch an verschiedenen Stellen erwähnt, im Grunde geht es immer noch sehr stark darum, dass wir es mit Nationalstaaten zu tun haben. Das sind alle nationale Interessen, die im Grunde nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung zwar nicht als Individuen auftauchen oder auftreten, aber schon als individuelle Akteure, wenn man so will, nämlich Institutionen, Institutionssysteme, Nationalstaaten, ihre eigenen Interessen vertreten und die im Zusammenhang mit anderen aushandeln. Nationalstaaten. Wir wollen, wenn ihr einen Kommissar kriegt, müssen wir auch einen haben und wir müssen zumindest dann in irgendeiner Form das ausrechnen und aushandeln, wie viel Kommissar steht uns denn zu. Mechanismen der institutionalen Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, nicht aus dem Prinzip oder Interesse, wie funktioniert es dann am besten, sondern aus dem Interesse, wie halten wir denn unsere Macht als Nationalstaat und treten damit in Verbindung mit anderen Ländern, und verhandeln das permanent und haben dann natürlich auch bestimmte Mechanismen in Kraft gesetzt, ins System eingesetzt, wo bestimmte Mindestabstimmungsregeln eingehalten werden muss. Das Schlimmste ist das Einstimmigkeitsprinzip, was in vielen Bereichen gehandhabt wird, relevant ist, wo einfach gesagt wird, wenn alle übereinstimmen, dann machen wir das. Aber die Bedingung ist, es müssen alle sein. Womit die Gefahr besteht, das hat Frankreich mal gemacht, Politik des leeren Stuhls, die haben gesagt, macht mal, wir kommen einfach gar nicht. Ihr könnt verhandeln, was ihr wollt. Wir sind nicht da und damit kippt das ganze System. Politik des leeren Stuhls hieß das damals, wo nichts mehr ging. Weil wenn ich Einstimmigkeitsprinzip verlange und einer schert aus, dann heißt das, es ist alles blockiert. Kann man jetzt sagen, ist demokratisch durchaus gerechtfertigt? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Oder ich kann sagen, wie ist es möglich, dass eine kleine Minderheit, nämlich im Zweifelsfalle ein Land, alles blockiert. Wenn man sich das jetzt nach verschiedenen Kriterien anschaut, was heißt ein Land, nach Wirtschaftsgröße, nach Bevölkerungszahl oder was auch immer, wie ist es möglich, dass zum Beispiel ein kleines Land wie Irland, ich weiß nicht, wie viele Einwohner das im Moment gibt, oder es gibt noch kleinere Länder. Wie ist das möglich, dass die das gesamte System blockieren können? Ist das demokratisch oder ist das nicht demokratisch? Gilt das Mehrheitsprinzip einfach, dass ich dann umrechne, okay, das Land hat so viel hat diese Bevölkerungsgröße und jetzt mache ich das mal einfach nach Bevölkerungsgröße, ist eine Möglichkeit. Oder ich mache es nach Wirtschaftskraft,
wer trägt denn wie viel zu Europa bei? Das haben wir ja in der Realität, da haben wir nämlich die United Nations, wo genau gesagt wird, die USA, die bezahlen, also haben die das Sagen in vielen. Bei UNESCO ist das der Fall, da weiß ich es zufällig ziemlich genau, dass die bezahlen und dann sagen die, okay, dann wollen wir auch das Sagen haben. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann machen wir doch was ganz Einfaches, dann ziehen wir uns zurück und bezahlen nichts mehr. So, das heißt also Demokratie, vor allem wenn es Demokratie ohne Demos ist, ist eine sehr problematische Geschichte. Und die ist natürlich umso problematischer, je mehr ich darauf angewiesen bin, dass ich genau ein Demos nicht habe. Und die auf der anderen Seite umso problematischer wird, dann nochmal, wenn ich sage, ein Demos ist, wer zwitschert denn am besten? Also Populismus. Wenn ich nur sage, okay, da ist, was gewollt wird, da höre ich jetzt einfach mal hin. Und wenn dann das okay zu sein scheint, dass da eine Mauer gebaut wird, dann bauen wir doch halt eine Mauer. Insofern gibt es bei diesem auch verschiedene Möglichkeiten oder Abstufungen, dass ich einerseits sage, ich habe ein ganz strenges System, was auf Nationalstaatlichkeit aufgebaut ist und wo es nur darum geht, dass die sich irgendwie einigen, und habe aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal Zwischenstufen, wo ich sage, es wird ganz bewusst in diese Richtung hingearbeitet, wo ich sage, es geht eben nicht nur darum, dass sich diese Nationalstaatlichkeit selbst erhält, sondern es geht darum, dass ich ein System aufbaue, was Stück weit genau das macht, was man unter Integration dann verstehen kann, dass es sich nämlich selbst aufgibt. Dass es Nationalstaatlichkeit und nationalstaatliche Interessen aufgibt. Stückweise. In einem geordneten Prozess, sage ich mal, in einem abgestimmten Prozess. Und dann kommen wir in der Realpolitik und in der Theorie zu diesem Punkt, wo es die Frage gibt, sollen wir wirklich ein einheitliches System, integriertes System bilden? Und oder sollen wir nach einem anderen System suchen, wo es eine Abstufung gibt, zum Beispiel der verschiedenen Geschwindigkeiten? Wo wir sagen, das ist ein ganz zentrales Moment für diese Integration und da müssen alle mit und in anderen Bereichen lassen wir so ein bisschen Spielraum und sagen, da entwickelt sich was, das lassen wir sich langsam entwickeln, aber das ist nicht essentiell für die heutige Funktionsfähigkeit. Das gab es als politisches Konzept, wo man das immer wieder ventiliert hat und überlegt hat, wie weit müssen wir denn bestimmte Bereiche haben. Das gab es dann aber auch immer wieder als Diskussion um solche Fragen wie die Einführung des Euro, die wir dann haben, wo ja bestimmte Länder ausgeschert sind und wo bestimmte Länder zwar Mitglied der Europäischen Union, aber nicht Euro-Länder sind. Das sind Machtfragen. Das sind auch Machtfragen im Sinne von nationalen Präferenzen. Und da weiß man es nachher immer besser. Da weiß man nachher immer besser, zumindest hat man eine neue Option oder eine neue Sichtweise. Vielleicht hätte Griechenland nicht
damals so Mitglied werden sollen und diesen Euro mit einführen. So. Und da gibt es dann auch immer wieder politische Veränderungen, dass Leute, die damals gesagt haben, nein, die sollten nicht, heute sagen, aber raus können sie keinesfalls. Wenn wir diese Fahrtabhängigkeit, und das ist ein ganz wichtiges weiteres Modell, wenn man so will, wenn man sich auf diese Fahrtabhängigkeit einlässt, dann kann man an bestimmten Stellen nicht mehr oder nur unter sehr hohen Kosten zurück. Wie gesagt, jetzt zu sagen, die Griechen gehen raus aus dem Euro, ist einfach wirtschaftspolitisch, wirtschaftlich ein großes Problem. Wenn man von vornherein gesagt hat, ihr kommt nicht rein, vielleicht hätten die dann ja auch jetzt wie Brexit eine Abstimmung gemacht auf Brexit, aber das ist eine andere Frage. Zumindest war es kein Problem, dass die Briten den Euro nicht eingeführt haben. Fahrtabhängigkeit, wo bestimmte Entscheidungen gefällt werden müssen aufgrund der vorhergehenden Entscheidungen, aber wo es auch wichtig ist zu begreifen, dass diese Entscheidungen nicht nationalstaatlich sind. Auch sich rauszuhalten ist nicht nationalstaatlich, sondern ist eine Frage, die auf das gesamte oder in dem gesamten System wirkt. Das hat sich gerade bei den Briten gezeigt, die den Euro nicht eingeführt haben, und zwar im Verhältnis zu Irland. Irland hat zwei große Stufen der Unabhängigkeit erreicht. Als ich nach Irland ging, da gab es noch das gute irische Pfund und das englische Pfund und alles sonst. Und dann war ich intensiver Radfahrer und habe meinem Radhändler gesagt, hör mal zu, da gibt es ganz tolle Fahrräder von einer holländischen Firma und so eins hätte ich gerne. Da dachte ich, ja, meinst du wirklich? Ich sage, ja, aber ungeheuer kompliziert. Ich sage, wieso? 95% des Handels läuft mit England. Rallye. 95% des Fahrradhandels, das andere kann ich besorgen, ist aber ungeheuer kompliziert. Und 95% des Handels läuft mit England, heißt auch, wir kriegen die Vorjahresmodelle. Also jetzt machen wir mal ein bisschen Imperialismus-Theorie in der Praxis auch noch. Wir kriegen die Vorjahresmodelle, was die von Rallye, der Hauptmarke, nicht verkauft haben in 2016, das kriegen wir dann 2017. Weil 2017 haben die ja schon wieder neue Modelle. Was das heißt, ein neues Modell, das sind technisch die gleichen, aber die Farbe hat sich, die Modefarbe hat sich geändert oder irgendwie so ein Schickimicki. Also es geht nicht wirklich um wichtige Änderungen, sondern eben um diese Kleinigkeiten, wie Märkte immer wieder neu wachsen. So, und dann kam der EU-Beitritt, das hat nicht wesentlich was gebracht, aber dann kam der Euro. Und da haben die Briten gesagt, ohne uns, und die Iren haben gesagt, und wir machen den Euro. Und dadurch ist der Handel mit dem Euro, mit den Euro-Ländern viel einfacher geworden, während er mit den Briten im Grunde sich erschwert hat. Ganz banal, man musste Geld wechseln. Es war ein anderes Währungssystem. Mit Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, wir hatten ja ein Geld. Mit dem Vatikan sowieso, da glaubt man ja auch noch das Gleiche, aber das geht eben nicht um Glaubensfragen, das geht nicht um die Traditionen.
Irland ist immer noch sehr stark geprägt durch diese englischen Traditionen im Denken, in der Sprache und. Aber das Geld war eben der zusätzliche Punkt und der administrative Punkt, wo man gesagt hat, wir lassen euch jetzt hinten an. Wir machen jetzt Handel mit den holländischen Fahrrädern. Aber die holländischen Fahrräder sind für Irland zu schwer, weil das Gebirge nicht ist. Und das ist dann doch nicht so wichtig. Egal, aber das hat eine enorme Unabhängigkeit gebracht im Sinne von Handlungsmöglichkeiten für die irische Wirtschaft. Und dann kam eben dazu, dass De Valera, Silvia oder wie sie auch immer heißt, gesagt hat, wir haben jetzt, das wollte ich eben noch genau, das hatte ich ja nicht zu Ende geführt, wir haben jetzt die EU so weit abgeschrüppt, da kriegen wir kein Geld mehr, die Fondspolitik wird enger, die haben dann regionale Neugliederungen gemacht, dass Irland deutlich weniger kriegte und wo dann die Iren gesagt haben, Nordberlin, Berlin als starke, das war nicht Brüssel, es war natürlich Brüssel, aber Europa wurde in Berlin verortet, als starke europäische Macht, ist nicht mehr, wir gehen nach Boston, das heißt USA. War natürlich ein Riesenaufschrei, können wir nicht und. Da gab es dann einzelne politische Debatten. Wie war denn das gemeint? Na ja, sie war ja in Boston und da musste sie freundlich spielen. Das war es nicht, sie wollte nach Boston. Und das ist genau dieses Problem für Europa, europäische Integration, dass es schwer ist, aus funktionalistischer Perspektive in einer globalen Wirtschaft bestimmte Abgrenzungen zu schaffen oder zu etablieren und beizubehalten. Intel, Google und sonstige wirklich Global Players sitzen in Irland und haben da Hauptsitze. Das hat mit Europa nicht mehr viel zu tun. Und dann will Europa trotzdem am meisten wettbewerbsfähig sein und muss das in die Gänge kriegen, in die Ordnung kriegen. Also funktionalistisch wird gesagt, wenn es denn nicht Europa ist, dann ist nicht Europa, ist ja auch okay. Aber von der anderen Seite, und da gibt es dann die nächste Stufe, Institutionalismus, haben wir die Erklärung, dass es genau darum geht, dass institutionelle Systeme sich etablieren und nach verschiedenen Mechanismen, eben institutionellen Mechanismen, sich aufbauen und bestimmte Regelsätze in diesen Polities etablieren. Abstimmungsmechanismen, institutionelle Abstimmungsmechanismen. Das, was ich eben gesagt habe an Verflechtungen, für die Leute, die in den europäischen Institutionen arbeiten. Die möglichst, was auch immer das heißt, effizient arbeiten wollen. Das heißt, eigene Effizienzkriterien aufbauen müssen, etablieren müssen, um überhaupt funktionieren zu können. Und auch wenn es ein relativ kleines System ist, oder vielleicht sogar gerade, weil es ein relativ kleines System ist, ist es ungeheuer wichtig, institutionelle Systeme und Mechanismen zu etablieren, die gut funktionieren. Je kleiner das System, das institutionelle System ist, die Polity ist, bei einem gleichzeitig enorm großen Anspruch, Regulierungsanspruch, die wollen ganz Europa regeln, muss ich ungeheuer effektiv sein. Jetzt komme ich natürlich wieder mit Max Weber. Max Weber sagt einerseits, es gibt diesen bürokratischen Mechanismus,
Es gibt dieses institutionelle System, was nach bürokratischen Regeln arbeitet. Und diese bürokratischen Regeln haben eben diese zwei Funktionen. Die eine Funktion ist Legitimität. Also Legitimität durch Verfahren und durch bürokratische Berechenbarkeit. Das war sein großer Punkt. Ein bürokratisches System, da weiß ich, was passiert. Das kann absolut blödsinnig sein, aber ich weiß, dass es passiert. Das ist ja die Hauptsache. Ich kann auch Blödsinn voraussehen. Ich kann gute Sachen, ich kann negative Sachen voraussehen. Berechenbarkeit. Rationalität, bürokratische Rationalität. Als solche hat es diesen Punkt von Effizienz und es hat zur gleichen Zeit diesen Punkt von Legitimität und es ist ein relativ rigides System, deswegen sprach er auch von dem eisernen Käfig, was dann viel immer wieder aufgegriffen worden ist als institutionelle Vernunft, als Systemwelt und Lebenswelt bei Habermas, bei Lockwood, bei Habermas, als eigenständiger Mechanismus. Und das wird eigentlich, ich weiß nicht wirklich warum, bei Max Weber immer wieder unterschlagen. Er wusste sehr wohl, dass dieser eiserne Käfig nicht funktionieren wird, wenn er sich auf seine eigenen Regeln begrenzt. Er blockiert sich selbst. Es ist ein Käfig, der eigentlich nur dadurch funktioniert, dass er permanent aufgebrochen wird. Wir säßen ja alle endlos im Knast. Ich weiß nicht, ob ihr das Prisoner's Dilemma kennt. Und danach säßen wir alle permanent im Knast, weil wir, wenn wir nach den Regeln arbeiten, die eben diesem Prisoner's Dilemma zugrunde legen, kommunizieren wir nicht, sondern verhalten uns eben nach dem eigenen Nutzenkalkül. Und wissen nicht, und das ist das Problem in der Wirtschaftstheorie, die hat einerseits diese vollständige Information, also das ist einer der wesentlichen Grundsätze der Wirtschaftstheorie, vollständige Information über Preise, über Qualität, über Erhältlichkeit, über Dauer und. Auf der anderen Seite sagt sie, dieses Prisoner's Dilemma ist genau das Gegenteil. Ich habe keinerlei Information, was hinter der Zelltür vorgeht. Ich muss selbst abschätzen, was ist denn das Beste für mich in der Situation, dass ich gegenüber sitze dem, der verhört. Und ich weiß, in der Nebenzelle sitzt mein Kumpel. Und ich weiß, dass meine Entscheidung über das Schuldzugeständnis die Entscheidung ist, was mit mir passiert, was mit dem anderen passiert, aber ich weiß nicht, wie der andere sich entscheidet. Das heißt, wenn mir wird gesagt, wenn du die Stadt eingestehst, kriegst du Freispruch oder eine ganz geringe Strafe. Wenn du uns sagst, ob dein Kumpel mitschuldig war. Bloß mein Kumpel steht vor der gleichen Situation. Und jetzt muss ich erstmal ausrechnen, was ist das Beste. Zu sagen, ich war es nicht, der war es nicht, keiner ist gewesen. Worum geht es überhaupt? Bankeinbruch, Mord, kleiner Diebstahl? Ich weiß von nichts.
Ist natürlich toll, wenn ich das sagen kann. Bloß wenn ich weiß, der sagt, der ist gewesen. Dumm gelaufen. Also muss ich versuchen, für mich genau das rauszufinden, was ist das Beste und wie handle ich als Einzelner im Grunde genauso. Wie gesagt, wir säßen alle im Knast. Weil man muss ja immer damit rechnen, dass mich irgendwer anschwört. Und deswegen kommunizieren wir ja dann ja auch trotzdem, zumindest in bestimmten Bereichen. Und deswegen laufen noch so viele Leute frei. Also diese Mechanismen einfach in der Bürokratie, wo es einen ganz hervorragenden, mehr oder weniger jungen Film von Ken Loach gibt, glaube ich heißt er, ich vergesse mal wieder den Namen, ich habe den Filmnamen jetzt auch vergessen, der aber genau diese Situation zeigt, von rationalen, also das ist ein Teil dieser Geschichte, von einem rationalen Amtssystem, wo jemand Sozialdienstleistungen beantragt in England und wo es dann zu solchen Themen, absurden Themen kommt. Die eine, da musste ich wirklich lachen, obwohl es so schrecklich traurig war, wo genau ein System läuft, was diese Absurdität von Funktionalismus und des Spillovers zeigt, aber in einem Institutionensystem, wo dieser Mann, der ist krank, hat einen Herzinfarkt, will wieder arbeiten, darf aber nicht, das ist ihm von seinem Arzt untersagt worden praktisch. Der Amtsarzt sagt, du musst arbeiten, du bist gesund und er muss jetzt seinen Antrag praktisch umschreiben. Englischer. Ken Loach, ich komme gleich, irgendwann komme ich auf den Namen. Und wo er sagt, ich bin Computer illiterate, ich kann mit Computern nicht umgehen, ich weiß da nichts von. Kann ich das auch anders beantragen? Ja, das ist kein Problem. Muss man das und das Formblatt ausfüllen? Und wo finde ich das? Auf dem Internet. Also diese Absurdität in sich geschlossen, es läuft perfekt. Ich beantrage das Formular, dass ich nicht mit dem Computer arbeiten kann, auf dem Computer. So. Und dann geht es weiter. Also er schafft das dann irgendwie, da gibt es eine öffentliche Bibliothek und da kann er dann Computer zugänglich machen und er ist nicht auf den Mund gefallen und macht das und sagt, hör mal zu, kannst mir mal helfen, ich komme hier nicht weiter und. Dann stürzt das System zusammen, weil es nur für eine Stunde gebucht war und dann hat er mich nachgeschmissen oder sonst was. Dann geht er zum Amt. Und da ist jemand, eine Frau, die für diese Antragsbearbeitung zuständig ist. Und irgendwie haben die die gleiche Chemie. Und er sagt, hier bin ich. Und sie hilft ihm, weil da gibt es auch öffentliche Computer. Sie hilft ihm. Die Tür öffnet sich zu einem Büro. Miss So-and-so. Please, can you come to my office? Yeah, just two minutes. Can you come to my office now, please? Ich weiß nicht, warum die immer please sagen. Es war ein eindeutiger Befehl. Und darum ging es genau, du hilfst dem nicht. Das ist nicht deine Aufgabe, weil sonst dieses effiziente System nicht mehr effizient ist. Aber sie sagte, der Mann braucht Hilfe. Auch wenn ich nicht dafür zuständig bin, ihm zu helfen, mache ich es. Also diese Frage von
funktionalen Systemen, die in sich perfekt geschlossen sind, die in sich perfekt geschlossen sind als bürokratische Institutionen, die nach ihren Regeln perfekt, ich habe das mit meinen Studenten in China geguckt, diesen Film, jemanden umbringen. Das war das Wort eines Studenten. Die perfekt dazu führen, dass dieser Mann sich nicht selbst helfen kann. Weil er entspricht nicht dem Regelwerk der heutigen Hegemonie. Im Grunde gehört das dazu. Jeder hat nicht nur ein Mobiltelefon, sondern auch noch ein sogenanntes Smarttelefon und kann alles auf dem Internet machen, was zu machen ist. Und wenn man das nicht kann, dann hat man zumindest erstmal ziemlich große Probleme, die eben genau dieser Institutionalismus nicht intern lösen kann, zumindest, sondern wo es genau darum geht, ich muss aus diesem Institutionensystem ausbrechen und ich muss auch analytisch aus diesem Institutionensystem ausbrechen oder ich muss genau zu dem Schluss kommen, wenn ich das institutionalistisch, diesen ganzen europäischen Integrationsprozess institutionalistisch analysiere, komme ich auch schnell an die Grenzen. Ich komme an ein perfektes System, was aber genau in dieser Perfektion zu dem führt, was ich vorher gesagt habe, Angleichung der Lebensstandards zwischen Nationen bei gleichzeitiger Zunahme der national internen Ungleichheit. Institutionell ist das kein Problem. Es muss so. So, und jetzt habe ich eine andere Sichtweise. Und ich hatte ja mal gestern, glaube ich, diesen Begriff des Methodenimperialismus verwandt. Diese ganzen Überlegungen sind ja sehr stark damit verbunden, dass ich im Grunde ökonomische Denkweisen mit einbringe. Also methodologischer Individualismus. Es handeln Individuen und wenn ich jetzt den Staat zum Individuum mache, ist das auch okay. Aber die Grundidee ist, es ist ein individueller Akteur. Ich mache jetzt den Staat zum individuellen Akteur, der Eigeninteressen hat und der nach Eigeninteressen versucht, das Ganze zu bearbeiten und bearbeitet zu machen. Effektivität, Effizienz, das sind alles Begriffe, Konzepte, die ökonomisch gedacht werden, von daher kommen. Und dann kommt es zu dem Ansatz, der auch aus der Ökonomie kommt, das ist nämlich Rational Choice. Es geht darum, dass jede Institution, jeder Nationalstaat handelt nach rationalen Gesichtspunkten und rational auswählt, rational choice, was ist denn das Prinzip, das Organisationsprinzip von Institutionen? Also Institutionen, da geht es dann in die Organisationssoziologie rein und. Institutionen zu begreifen als Körperschaften, die sich rational verhalten, die auch lernfähig sind und die von daher ihre eigene Rationalität aufbauen. Das geht natürlich sehr stark in eine Richtung von verselbstständigten Systemen, von Institutionen als verselbstständigten Systemen, die sich permanent
rational verhalten, rational verstanden als Optimierungsproblem im Sinne von Effektivität und im Sinne von Abschluss. Damit haben wir in der EU-Forschung eigentlich ein großes Problem, dass es genau darum geht, das geht um Abschluss, in sich abgeschlossene Systeme, die genau das verhindern, was sie eigentlich machen sollen. Nämlich integrieren und Grenzen überschreiten. Wie weit das dann in der Realität eine Rolle spielt, tatsächlich, ist ein permanentes Problem, das zu klären. Was passiert denn da wirklich? Wie gehen denn diese Prozesse wirklich vonstatten? Da ist sich die Integrationsforschung eigentlich nie wirklich darüber klar geworden und hat dann immer geschwankt zwischen den verschiedenen institutionalistischen Sichtweisen und hat dann geschwankt unter anderem in die Richtung, dass sie eben auch gesagt haben, was ich eben schon mal am Rande erwähnt habe, es gibt sowas wie Past Dependency und es gibt sowas von historischem Institutionalismus, wo es genau darum geht, es haben sich Strukturen aufgebaut und da können wir was harmonisieren, aber nicht wirklich, sondern wir können nur im Grunde verschiedene Institutionen koordinieren. Im historischen Institutionalismus. Jetzt zum Beispiel sind bei den Institutionen in der EU, oder wenn man das als geschlossenes System bezeichnet, das ist ja sicher empirisch falsch. Weil es kommen ja immer Akteure dazu, oder es werden, was Sie haben ja auch gesagt, dass es so viele Zugänge gibt zur EU oder zu den einzelnen Ebenen, das ist ja alles dann nicht geschlossen, sondern offen bis geht nicht mehr eigentlich, oder? Nee, es geht genau um diese Spannung, die wir aber in der Integrationstheorie eigentlich mehr haben, die Praxis, die muddling through nennt sich das, also die wurschtelt sich da irgendwie durch und findet eine Möglichkeit. Aber in der Theorie geht es genau darum, wenn wir, ich sage jetzt mal, geschlossene Modelle haben wollen, oder halbwegs geschlossene Modelle, dann kommen wir genau an diesen Punkt. Entweder es sind geschlossene Systeme als Institutionen, oder aber es sind offene Systeme, die im Grunde keinerlei Grenzen haben. Und das ist genau der Punkt, der dann in der Integrationspraxis auch zum Tragen kommt, dass es ja einerseits dieses Regierungssystem gibt. Da gibt es lange Diskussionen auf verschiedenen Ebenen darüber, was ich sagte, ist die EU ein Staat oder ist das nicht, ist das kein Staat oder ist es ein Halbstaat oder wie auch immer. Aber die eben auch bestimmte Mechanismen der politischen Gewaltenteilung hatte oder hat. Die EU-Kommission kann nicht, ist ganz lustig irgendwie, die kann nicht aufgrund eigener Initiative tätig werden, sondern muss immer den Auftrag des Rates haben. Und dann kann aber die Kommission, eigentlich ist sie nur Exekutive für den Rat, bloß der Rat hat ja keinen Überblick. Das sind ja alles, naja, die sind nicht dumm, aber das sind Laien. Und die sind darauf angewiesen, dass die Kommission mit ihrem Fachwissen, wo auch immer sie das her hat, auch eben von diesem Mehrebenensystem, dass die dann sagt, so, wenn wir in diesem Bereich was machen wollen, da gibt es jetzt dieses großartige Projekt eines Supercomputers auf EU-Ebene oder was, was
wie gesagt, das sind dann wieder technische Sachen, wo es darum geht, letztlich verschiedene Computer zu koppeln. Also nicht einen großen zu bauen, sondern aus verschiedenen die Kraft zu bündeln. So einen Supercomputer zu bauen. Und da sind natürlich die Staatschefs, die sagen, ganz toll, oder auch die Fachminister, ganz toll, Digitalisierung, das ist die Zukunft. Und jetzt macht mal, und dann sitzen irgendwelche Experten bei der Kommission und sagen, wie das geht. Da haben die Staatschefs oder Ratschefs haben ja keinerlei Ahnung davon. Können die auch nicht. Das sind ja keine Digitalexperten. So, das heißt, die Kommission als Exekutive hat eine enorme Macht, institutionell. Das heißt, einerseits habe ich diese geschlossenen Systeme, Rat, Kommission, Parlament, die sich aber öffnen müssen, um mit dieser Öffnung dann gerade auch im Grunde Grenzen verwischt werden. Und dann genau diese Frage kommt, regieren wir noch oder, ich weiß nicht, ob es da einen deutschen, ob es die Begriffsdifferenzierung im Deutschen gibt, zwischen Government and Governance. Also das Government ist das traditionelle Regieren, die Regierung. Und Governance ist ein Prozess des offenen Regierens, wo Prozesscharakter betont wird, wo offene Institutionen eine Rolle spielen, wo es darum geht, ist auch wieder so ein Wirtschaftsbegriff, alle Stakeholder einzubeziehen. Was einerseits vorgestellt wird, als alle, die da ein Interesse haben, sollten gehört werden. Was aber auf der anderen Seite immer ganz klar auch dieses Wirtschaftskonzept der Stakeholder ist, nämlich wie viele Stakes hast du da drin? Also wie viele Interessenseinheiten hast du? Und das wird dann unterschiedlich bewertet, wenn ich ein großes, starkes Interesse habe, weil ich Anwohner bin oder weil davon meine wirtschaftliche Position in der Zukunft abhängt, dann habe ich ein größeres Interesse und dann habe ich auch mehr zu sagen. Wenn dann Theorie, wenn man den Begriff System verwendet, meint man dann immer eigentlich, jetzt, dass man nach Luhmann die Systemtheorie meint, oder? Weil er spricht, glaube ich, nur von geschlossenen Systemen, oder gibt es da bei Luhmann? Luhmann spricht auch von offenen Systemen. Weil es gibt ja auch schon Fernmodelle, dass man sagt, weil da ist dann eine Überlappung gegeben, eigentlich. Von Sphären statt von Systemen. Nee, Luhmann hat immer von zumindest teiloffenen Systemen gesprochen, die Reduktion von Komplexität durch Grenzziehung. Das heißt, man blendet bestimmte, also man schließt ein System künstlich ab mit bestimmten Kommunikationsmedien. Da geht es um Macht, da geht es um Liebe, da geht es um Vertrauen, da geht es um Geld. Und ich kaufe mein Fahrrad mit Geld und nicht mit Vertrauen. Und auch nicht mit der Liebe zum Fahrrad. Let alone, also ganz abgesehen davon, dass mein geliebter Partner womöglich Rad fährt gerne. Und ich sage, okay, dann fahre ich halt auch. Das spielt keine Rolle. Man bezahlt das Fahrrad und das ist der Prozess und der interessiert. Warum ich das Fahrrad will, das ist eine andere Sache. Das geht dann vielleicht ins Liebessystem, vielleicht ins Vertrauenssystem, weil ich dem mehr vertraue, als da im Stau zu stehen mit dem Auto oder sonst was oder der Bahn vertraue. Das sind dann eben genau diese Abschließungen, Reduktion von Komplexität. Ich überlege in dem Moment nicht andere Mechanismen. Ich blende alles aus, was natürlich im Grunde das gleiche ist wie bei Weber, wo Luhmann auch ganz klar sagt, das kann ich nicht. Und da habe ich eben die Teilöffnung des Systems, wo er vom Rauschen spricht.
Es ist immer ein Hintergrundrauschen, was aber genau diese Offenheit der Systeme reflektiert oder Teiloffenheit, auch wenn es nur darum geht, dass ich das Fahrrad mit Geld bezahle, geht es darum, wer hat denn die Macht, dass nur Rallye-Fahrräder nach Irland gehandelt werden, als Haupthandel, und wer hat denn die Macht auch, dass ich jetzt das Radfahren anfange, nämlich das ist meine Geliebte, die sagt, wäre doch schön, wenn wir was zusammen machen. Oder das ist die Macht der Verkehrslobby, die plötzlich anfängt, Radwege zu bauen, weil dann ein anderer Teil der Lobby jetzt das Sagen hat und nicht nur Autoverkehr, sondern auch Radverkehr. Also diese Mechanismen spielen immer rein. Das hat ja genau die Abgrenzung dann ergeben bei Luhmann. Wir haben 1973 mit Systemtheorie auch angefangen und da ging es um Kybernetik. Das sind geschlossene Regelkreisläufe, wo ganz klar definiert sind, wo ist die Schließung und wo auch nichts mehr reinkommt. Deswegen hat jedes Thermostat ein Problem. Und dann gab es aber genau diese Öffnung, dass es eine systematische Öffnung gab, da gibt es Einfallstore, die dann aber genau dort eingreifen und wo Systemtheorie, wo Institutionalismus, wo all diese Dinge im Grunde nicht mehr greifen können, weil sie irgendwann zur beliebigen Auflösung der Grenzen kommen. Also Governance. Ich habe im Grunde bei Governance-Prozessen, die sehr konkret auch sind, habe ich keinerlei Kontrolle mehr darüber, was denn überhaupt tatsächlich noch das System ist. Im Begriffsfeld der politischen Wissenschaft, von Polities, von politischen Institutionen. Und da gibt es ein demokratietheoretisch, wie ich finde, ein demokratietheoretisches Problem, dass ich einerseits natürlich sagen kann, diese ganze repräsentative Demokratie ist ja gut und schön, ich wähle alle 4 Jahre oder wie auch immer, ich glaube so im Schnitt kann man sagen, alle 4 Jahre, wähle ich meine Regierung und dann ade. Habe ich erst mal 4 Jahre Ruhe. Das ist nicht wirklich Demokratie, da habe ich nichts mehr zu sagen. Also entwickle ich Mechanismen von einer permanenten Einbeziehung von Akteuren außerhalb dieser Politis, Nichtregierungsorganisationen. Habe diesen Mechanismus, der bei der europäischen im europäischen System dann vor allem um 2 Sachen geht es da, um das europäische Semester und um die offene Methode der Koordinierung, wo genau gesagt wird, natürlich haben wir noch Politis, Kommission und diese ganzen Sachen, wir haben auch noch die Präsidentschaft, aber wir haben zur gleichen Zeit andere Mechanismen, wo wir sagen, wir durchbrechen diese Grenzen permanent. Wir haben permanenten Kontrollmechanismus, offene Methode der Koordinierung heißt, wir machen ein Programm, das machen wir als Regierung, wenn man so will, als Polity im alten Sinne. Und jetzt geben wir das aber wieder zurück und dann kommt es zu Mechanismen der Einflussnahme der nationalen Regierungen, die dann sagen und bestimmen und. Und wir geben im Grunde nur einen ganz weiten Rahmen vor, den ihr jetzt ausfüllen müsst. Das klassische Regierungssystem hätte gesagt, so, wir bestimmen in einem demokratischen Prozess, wir kommen jetzt zu dem Beschluss und das wird jetzt gemacht. Wo es heute bei offener Methode, auch beim Semester, letztlich darum geht, wir geben einen Rahmen vor und jetzt füllt ihn mal. Und dann stimmen wir das ab und sagen, okay, das ist schon ganz gut.
Aber noch nicht gut genug, weil da sind bestimmte Sachen ausgeblendet. Da finden bestimmte Sachen noch keinen Eingang. Jetzt müssen wir das im Grunde straffen, zusammenziehen. Auf Policy-Ebene. Dass wir das auch umsetzbar haben. Und dann gibt es diese Mechanismen von einer permanenten Kontrolle und Zurückgabe. Wir haben ein bisschen ein Problem. Wir haben so viele Probleme. Wir haben ein bisschen ein Problem damit, dass diese offene Methode der Koordinierung dann zum Beispiel unverbindlich war. Unter anderem unverbindlich war auch in diesem Konflikt mit Mainstreaming. Jetzt habe ich eine Armutspolitik oder weiß der Teufel was, Jugendpolitik und mache da meine Politik nach der Methode der offenen Koordinierung. Und jetzt kommen aber plötzlich auch noch alle möglichen anderen an und wollen gemainstreamt werden. Also müssen wir die auch noch berücksichtigen. Das heißt die Frauen, die Behinderten, die ich weiß nicht, wer alles. Das muss jetzt alles noch doch noch berücksichtigt werden. Wo wir genau dann diesen Konflikt, permanenten Konflikt haben zwischen Politikorientierung und offener Methode. Es ist ein System, was demokratietheoretisch auch letztlich problematisch ist und das zeigt sich dann in der Praxis. Da kann man mit Theorie alleine nichts machen. Das zeigt sich dann in der Praxis, dass zum Beispiel, wie viel davon wahr ist, wie viel davon Einschätzung ist, wie viel davon allgemein ist und spezifisch ist, ist dahingestellt. Aber dass zum Beispiel gesagt wird, ich weiß nicht, wie das hier in Österreich ist, aber das Äquivalent zur österreichischen nationalen Armutskonferenz ist ein Kartell von Wohlfahrtsorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland. Leute, die wirklich arm sind, die wirklich mit ausgegrenzten Leuten arbeiten und, kommen da gar nicht rein. Das sind die Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Parität und die Juden. Das ist eine historische Besonderheit, dass die Juden da auch noch eine Rolle spielen. Also die haben ihren eigenen Wohlfahrtsverband. Wenn man nicht zu denen gehört, ist das aussichtslos. Da hat sich ja dann historischer Institutionalismus, da hat sich dann der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband in den 1920er Jahren gegründet und hat gesagt, die sonst keine Stimme haben, also nicht Arbeiterwohlfahrt, nicht Diakonie, nicht Caritas sind, nicht Juden sind, haben wir jetzt alle, die machen wir, denen bilden wir dann eine Plattform als Paritätischer Wohlfahrtsverband. Das sind also die in kleinen Organisationen was machen. Aber auch da muss ich erstmal rein. Und da muss man dann auch fragen, welche Vertretungsberechtigung haben solche Organisationen? Okay, das ist ein bisschen mein professioneller Bereich. Meine Tochter ging damals zu einer Krippe, Kinderkrippe, die hatten wir selbst gegründet. Und das war eine rein lokale Initiative, also wirklich lokal im Sinne von Nachbarschaftsinitiative. Und wir waren Mitglied beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich glaube, das wussten die zwei Leute im Vorstand und das wusste ich, weil ich da eben dieses professionelle Interesse hatte. Sonst wusste das keiner. Das heißt, da ist irgendeine Organisation in einer Größe vertreten, ohne dass das wirklich an die Basis geht. Das sind immer diese Probleme mit solchen Institutionalisierungsprozessen, wo Institutionen sich verselbstständigen, dadurch auch positiv Macht erlangen, Einfluss erlangen, aber auf der anderen Seite das Problem auch da besteht mit Öffentlichkeit. Also wo dieser direkte Link
nicht mehr gegeben ist oder nicht mehr eindeutig gegeben ist. Das war Luhmanns Problem. Und das ist das gesamte Problem der Systemtheorie. Auch bei Parsons, Tycho Parsons, als eigentlich der Vorreiter dieser soziologischen Systemtheorie, der aber im Grunde offener war und gesagt hat, die Systeme haben explizit die Funktion oder die Aufgabe, sich der ändernden Umwelt anzupassen. Während Luhmann darauf abstellte und gesagt hat, die Systeme müssen viel stärker darauf achten, dass sie selbst funktionieren. Und deswegen kann ich da alles andere als Rauschen nehmen, während die Kommission im Grunde, und insofern halte ich die Systemtheorie nicht sonderlich geeignet für bestimmte Erklärungen im Bereich der europäischen Integration, wo eigentlich genau die Institutionen gefangen sind in ihren Systemen und dadurch zunehmend an ihre Grenzen stoßen und einerseits versuchen, sich zu öffnen, explizit zu öffnen und zu sagen, dieses Rauschen machen wir zum Teil des Konzertes. Auf der anderen Seite, das ist immer gefährlich, wenn ich Macht abgebe. Das Macht geht um Bildung, Macht geht um Wissen. Und das ist dieses Problem, da komme ich nochmal auf die Nichtregierungsorganisationen zu sprechen. Das war auch immer das Problem, einerseits beziehe ich die ein, und auf der anderen Seite blockiere ich mich da selbst mit, weil irgendwann, wenn ich eben genau diese Organisation immer wieder einbeziehe, dann weiß ich ja irgendwann, das Wissen, was die mir vermitteln, ist ja eh das, was ich hören will. Also Institutionen. Die wollen ja Geld haben. Die wollen ja finanziert werden. Und was machen sie? Ich hatte Agenda-Setting gesagt. Ein Begriff. Die Kommission setzt die Agenda, setzt die Tagesordnung fest und alles, was ich dazu beitragen kann, ist okay, alles andere nicht. Also spreche ich nur noch zu der Tagesordnung. Das, was mir sonst noch auf den Nägeln brennt, lasse ich raus. Oder ich finde Zusatzfinanzierung, aber das ist immer schwer. Also da gibt es genau diesen Konflikt und da gibt es dann ziemlich viele Umschichtungen auf verschiedenen Ebenen, auf Kommission, also auf europäischer Ebene, auf den Nationalstaatsebenen. Wen beziehe ich wie ein? Und das sind allgemeine Diskussionen in der politischen Wissenschaft, die immer wieder auftreten, wenn es dann um Staatsgelder geht. Lasse ich mich vom Staat irgendwie finanzieren, auch wenn die sagen, das Geld ist bedingungslos. Wie bedingungslos ist bedingungslos? Und auch wenn es bedingungslos ist, wie lange ist das bedingungslos? Und das gibt teilweise gibt's den allgemeinen Mechanismus. Und man kann ja immer nur davon reden, was man kennt oder so ein bisschen kennt. Es gab das Irish, in Irland gab es das Combat Poverty, die Combat Poverty Agency, die genau entstanden ist auch im Rahmen des ersten Programms, EU-Programms, wo die gesagt haben, wir brauchen eine Stelle, die Nichtregierungsorganisation ist, und einen Beobachtungsstatus hat, was ist los mit Armutsfragen in Irland. Analyse, es gab ein Gesetz, die sind finanziert worden, das haben die, glaube ich, 4 Jahre gemacht, und dann gab es ein neues Gesetz, weil die wollten unabhängig sein.
nationale Abhängigkeit, nationale Unabhängigkeit, unabhängig vom Ministerium. Hat das Ministerium gesagt, nö, ganz so geht es nicht. Also ein bisschen Abhängigkeit soll schon sein. Wir wollen zumindest dann die und die Position haben. Ich weiß nicht jetzt nicht mehr ganz genau die Details. Da haben sie ein neues Gesetz gehabt. Und damit war eine ganz klare Anbietung gegeben. Also das war von der National Anti-Poverty Coalition, hieß sie, glaube ich, zur Combat Poverty Agency. Gab es das neue Gesetz. Und die haben immer noch sehr interessante Arbeit gemacht. Dann hatte ich das zweifelhafte Vergnügen und musste mal eine Studie machen. Das war intern ausgeschrieben von der Combat Poverty Agency. Die wollten wissen, wie sie denn arbeitet und ob das alles gut und okay ist. Dann habe ich diesen Auftrag bekommen. Und nach dem Zwischenbericht wurde mir gesagt, wir schlagen vor, wir trennen uns friedlich, weil ich gesagt habe, so gut arbeitet ihr nicht. Und abgesehen davon, wenn ihr mal genau diese Entwicklung der Einbindung betrachtet, von der National von dem National Committee zur Combat Poverty Agency, welche? Die wussten das nicht mehr. Nach 10 Jahren war dieses Wissen weg. Ich wusste das noch von Europa. Die Leute, die das jetzt gemacht haben, wussten das nicht. Und die wollten also nicht in irgendwelche Anpassungsgeschichten reingezogen werden. Nein, wir sind immer noch unabhängig und deswegen findet eine Zensur nicht statt. Und wir trennen uns friedlich. Das heißt, du brauchst uns nichts zurückbezahlen, aber die zweite Auftragshälfte brauchst du auch nicht mehr machen. So läuft auch Politik. Und das sind natürlich dann diese Geschichten, wo man wunderbar mit diesen einzelnen Theorieansätzen auch das interpretieren kann. Wenn da jemand kommt und diese Funktionalität aufbricht und sagt, so einfach ist das nicht. Wenn jemand kommt und sagt, mit eurem Institutionensystem, da eckt ihr wirklich an. Dann gibt es Schwierigkeiten. Und das ist für politische Wissenschaft ein großes Problem, unabhängig zu wahren, kritische Positionen vorbringen zu können und trotzdem ausreichende Mittel zu haben, um kritische Wissenschaft zu betreiben. Das ist dann was Schönes für die Pause zum Weiterüberlegen und dann treffen wir uns in einer Stunde. Alles klar.